Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video in der Schritt-für-Schritt-Reihe rund um die PS5. Wir hatten uns im ersten Video das den Home-Bildschirm angeguckt, wo wir uns jetzt auch gerade befinden, wo wir oben die Karteikarten haben, Spiele, da sind wir jetzt gerade drin, dann haben wir Medien, oben haben wir dann noch die Lupe, Zahnrad und Profil, dann die Uhr und unsere Spiele natürlich hier unten, den Shop und ganz hinten die Bibliothek. Wir wollen uns im nächsten Schritt jetzt den Karteireiter Medien angucken. Da könnt ihr nach oben drücken und nach rechts. Ist aber ein bisschen lang. Schneller geht es, wenn ihr einfach R1 drückt und wenn ihr wieder zurück wollt, L1. Natürlich könnt ihr auch hier oben wieder zurückgehen, das ist alles kein Problem. So, im Medienbereich haben wir praktisch, wir fangen immer hier bei TV und Video an. Also egal, wo wir hier hingehen, wenn wir hier wieder zurückgehen, wir sind immer bei TV und im Video. Aber wir fangen mal hier vorne am besten an. Hier haben wir alle Apps. Hier können wir uns Apps aussuchen, die wir installieren möchten, die dann hier natürlich in den vereinzelten Karteikarten drin sind. So. Und ich drücke einmal nach unten, dann haben wir hier unten Features, das sind dann halt so ein paar empfohlene. Dann haben wir hier Video- und Musik-Apps, Spotify habe ich schon installiert. Ja, und dann haben wir hier die ganzen Apps, da könnt ihr euch aussuchen, was ihr haben wollt. Unten haben wir VR-Apps, wenn ihr eine VR-Brille an der PS5 dran habt, das sind halt kleine Apps, wo ihr mit VR ein bisschen testen könnt, ein bisschen rumspielen könnt. So. Wir wollen jetzt einfach mal Twitch installieren, Download, Prime Video, YouTube, Netflix, ihr seht, das geht alles rucki zucki, Disney Plus, Pluto, so, dann haben wir noch haben wir PlayStation Movie, also meine Videos. Das ist ja dann jetzt bald weg oder sollte schon weg sein. Dann haben wir noch Crunchyroll, das ist für Anime und Manga. DNS-Fehler ist aufgetreten. So, Netflix hat er jetzt nicht installiert. Error, warum das? So. Und dann seht ihr, alle die wir installiert haben, ich werde die natürlich dann nachher noch löschen, wieder, die sind dann jetzt hier oben drin. So, dann haben wir aber noch den Karteireiter TV und Video. So, und da habt ihr dann natürlich alle Apps auch nochmal drin. Mit so ein paar, hier zum Beispiel Disney Plus, Luca. Wenn wir darauf drücken, wenn wir gleich zu Luca kommen, da wird dann euch immer das Aktuellste angezeigt. Natürlich bin ich jetzt nicht angemeldet. Und ich müsste den HDCP-Schutz erstmal deaktivieren. Den wollen wir nicht deaktivieren, weil sonst könnte ich nicht aufnehmen. Pluto. Achso, jetzt bin ich aus Versehen raus. So. Und so ist es halt bei den anderen Apps auch. Ich müsste jetzt halt überall das erstmal deaktivieren. So, hier kommen wir dann gleich zu Pluto. Das könnte so ja sein, dass, nee, da muss ich auch HDCP deaktivieren. So. Und das ist dann halt von YouTube und von allem Möglichen. YouTube habe ich ja mein Konto installiert. Ja, da seht ihr hier so ein paar Dokus und so. Stay, ja, habe ich, hatte Teig so ja schon geguckt. Was so jetzt neu ist bei YouTube, was die mir interessieren könnte, was ich gucken will. Bei Amazon Prime, so was jetzt neu dazu gekommen ist, was mich interessieren könnte. Twitch, ja, und dann halt Sky Ticket, Apple TV und sowas alles. So. Hier oben könnt ihr dann auch ganz einfach wieder auf Updates überprüfen, synchronisieren mit dem Netzwerk. Also das brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht. So. Und wenn wir dann hier raufdrücken, Informationen haben wir noch, dann steht dann die Information ab 18 Jahre. Und wir können einfach auch löschen.
So. Und dann lösche ich jetzt erstmal alles wieder. Wollte ja nur installieren, zeigen, dass es geht. DNS-Fehler. YouTube können wir mal lassen. Und Twitch können wir auch lassen. Spotify kann ich jetzt auch nicht nutzen, weil dafür müsste ich auch den DHCP-Schutz deaktivieren. So, und dann haben wir hier noch die App-Bibliothek. Da natürlich jetzt nur drei Sachen drin, da ich drei Sachen nur installiert habe. Spotify befindet sich auf dem erweiterten Speicher. Also man kann auch die Apps in den erweiterten Speicher machen. Die brauchen jetzt nicht so eine hohe Geschwindigkeit wie die Spiele. So. Und wenn wir hier raufgehen, hier könnten wir jetzt ganz normal wieder unsere Apps, wenn wir sie brauchen, runterladen. Bei euch wird es bestimmt ein bisschen voller sein. Momentan gibt es auch ein Angebot. Ich weiß nicht, wie lange das noch ist. Wenn ihr Apple TV, da steht so ja, schaltet jetzt auf der PS5 6 Monate Apple TV Plus gratis frei. Dafür muss man einfach nur die App downloaden und ein Konto einrichten. Und dann hat man, weil man es auf der PS5 benutzt, ja, 6 Monate Apple TV Plus gratis. Und müsste dann halt rechtzeitig kündigen. Ich denke mal, das kannst du in der App dann machen oder musst du dann über den PC machen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich davor habe, mich anzumelden, um das mal zu testen, das kann ich euch noch nicht sagen. So, und Sky Ticket ist für viele ja auch interessant. Ja, könnt ihr euch hier auch downloaden, könnt ihr dann Entschuldigung, alles auch in 4K, wenn euer Fernseher das unterstützt. 4K-Inhalte wiedergeben, ohne Probleme. So, das war jetzt zum Reiter Medien. Da ist jetzt nicht viel, aber es kommen ja noch mehr. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wären Träumchen, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.